Heute zeige ich dir ein Beispiel, wie man alte Fototechnik und neue Technik miteinander kombinieren kann und was das Ganze mit einem Gameboy zu tun hat, das siehst du nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lomtro-Video. Heute möchte ich dir gerne die Gameboy-Kamera vorstellen und möchte dir zeigen, wie diese doch recht alte Technik heutzutage noch genutzt werden kann. Ich stelle dir die Kamera so kurz vor, zeige dir dann, wie wir heutzutage die Daten von dem Gameboy aufs Handy bekommen, damit wir die Fotos zum Beispiel im Social-Media-Bereich teilen können. Und dann zeige ich dir noch, wichtig für so Sofortbildfotografen, wie man das Ganze als Instax ausdruckt. Die Gameboy-Kamera ist 1998 auf dem Markt erschienen. Es ist ein Steckmodul und wird ganz normal wie jedes andere Spiel auch in den Schacht des Gameboys gesteckt und wie ein Spiel gestartet. Es handelt sich hierbei um eine digitale Schwarz-Weiß-Kamera und wenn man sich mal die technischen Daten anguckt, für die damalige Zeit ist das gar nicht so schlecht. Die Funktionen der Kamera erinnern an den heutigen Standard, den man so von Insta-Stories oder Snapchat kennt. Aber hier möchte ich euch ganz gerne jetzt mal zeigen, wie das mit den Rahmen funktioniert. Denn ihr könnt zu jedem Foto euch so passende Rahmen aussuchen und da bringt die Kamera einiges mit. Früher hat man das Ganze dann einfach mit einem Verbindungskabel über den Gameboy Printer ausgedruckt. Ja, ihr hört richtig. Und es hat auch ein bisschen gedauert, bis das Bild darüber übertragen wurde. Hat aber ganz gut funktioniert. Hier seht ihr, der Druck ist etwas blass geworden. Das hat früher besser geklappt. Ich habe einfach ein altes Papier hier liegen gehabt. Nun haben wir aber nicht mehr 1998, sondern wir haben in der heutigen Zeit diesen kleinen Pixelbrei, der irgendwie seinen Retro-Charme hat. Und ich möchte den ganz gerne mit der heutigen Technik verknüpfen. Ich denke da zum Beispiel an Instagram. Ich würde gerne jetzt die Fotos, die ich hier drauf habe, mit euch da draußen per Instagram teilen. Das heißt, ich muss jetzt zusehen, dass ich vom Gameboy meine Daten aufs Handy bekomme. Und wie das geht, das zeige ich dir, da habe ich eine Lösung. Alles, was wir brauchen, ist ein Gameboy, eine Kamera, ein Verbindungskabel, eine Powerbank, noch ein Stromkabel und ganz wichtig, einen Wi-Fi-Drucker. Ja, ihr habt richtig gehört, dieses kleine schicke Teil hier bildet quasi den virtuellen Drucker, der dann angesteuert werden kann. Als allererstes sorgen wir für eine Stromverbindung. Deswegen brauchen wir die Powerbank und schließen da quasi das Kabel an den Wi-Fi-Drucker an. Dann nehmen wir den Gameboy, stecken die Kamera da ganz normal rein, starten den Gameboy und sorgen jetzt mit dem Verbindungskabel für eine Verbindung zum Drucker. So. Damit haben wir jetzt die ideale Verbindung, um unsere Fotos zu übertragen. Und das Ganze kann jetzt angesteuert werden per Handy zum Beispiel. Und da sehen wir dann auf dieser Website den Gameboy-Printer. Jetzt machen wir das wie gerade bei dem Drucker auch und schicken jetzt einfach mal so ein Foto zu dem Drucker. Und ihr seht, recht schnell erscheint dann dort das Foto. Wir können uns das auf unser Handy laden. Und dann können wir das zum Beispiel auf Instagram posten. Jetzt haben wir die Daten auf unserem Handy und ich habe mir gedacht, wie cool wäre es, wenn wir das Ganze jetzt auf einen Instax drucken würden. Gesagt, getan, das funktioniert. Natürlich würde das Ganze jetzt auch mit einem Instax-Drucker zum Beispiel funktionieren. Ich in meinem Fall habe aber jetzt hier die SQ10 und deswegen verwenden wir die jetzt einfach. Als allererstes hole ich mir die Speicherkarte da raus und dann geht es schon an den PC. Dort verbinden wir uns jetzt ganz so wie bei dem Handy gerade mit dem Gameboy-Printer. Das heißt, wir nehmen erstmal eine Verbindung über das Wi-Fi auf. Hier ist das Foto und jetzt downloaden wir, wie gerade beim Handy, das Foto erstmal auf unseren PC. Dabei können wir das Ganze auch als JPG abspeichern, was natürlich schon mal nicht verkehrt ist.
So, wenn wir das Ganze haben, schieben wir die Datei einfach in den Ordner der SQ10. Und ganz wichtig ist, das hatten wir ja schon mal, dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, ihr müsst halt den Namen umbenennen. Und zwar muss die Reihenfolge quasi weitergehen. Das heißt, ihr orientiert euch an der Zahl des letzten Fotos. Dann wieder die Karte in die Kamera rein und zack, da ist euer Gameboy-Foto. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, das Ganze vielleicht noch für euch zu bearbeiten. Ihr könnt da noch Filter drüber machen, sucht euch den Look aus, der am besten geht. Natürlich haben wir hier einen Pixelbrei, ne? Also viel können wir da nicht machen, aber ihr seht schon, das wird ein bisschen ansehnlicher, je nachdem, was man da drüber schiebt. Und das ist jetzt wieder persönliche Geschmackssache. Ich habe mich jetzt hierfür entschieden und das drucken wir quasi jetzt aus. Ich kann euch nur sagen, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, das Ganze selbst auszuprobieren, dann macht das bitte unbedingt, denn ihr glaubt gar nicht, wie viel Spaß der ganze Quatsch macht. Ich tobe mich gerade völlig aus, folgt mir gerne auf Instagram, da könnt ihr alle Fotos aus diesem Video nochmal in aller Ruhe sehen und da kommen in jüngster Zeit mit Sicherheit auch noch ein paar dazu, denn es macht einfach so viel Spaß. Wenn du das selber nachmachst, dann zeig mir bitte unbedingt deine Fotos. Verlink mich, schick mir eine E-Mail und lass mich daran teilhaben an deinen Ergebnissen. Würde mich brennend interessieren und sehr, sehr freuen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem Ganzen bitte einen Daumen nach oben, teile dieses Video und abonniere den Kanal. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Macht's gut, ich bin raus. Bis dahin, seid herrlich unperfekt und passt auf euch auf. Ciao.